Leute und willkommen zurück zu einem Unboxing. Dieses Mal zeige ich euch eine Box von der Beauty Athee. Das ist eine österreichische Beauty Box, ist aber keine Abo-Box, sondern so eine limitierte Edition. Die kommt ein paar Mal im Jahr raus und man kann zuerst den Inhalt ganz normal anschauen. Man kauft jetzt keine Katze im Sack. Und danach entscheidet man, ob es einem zusagt oder nicht. Mir sagt meistens alles zu. Ich bestelle immer diese Box zuerst und danach schaue mir den Inhalt an. Also ich liebe diese Box. Diese hier hat ungefähr 35 Euro gekostet. Normalerweise kosten die Boxen 30 Euro. Ich weiß nicht, ob die jetzt etwas teurer ist oder ob sie die Preise grundsätzlich angehoben haben, aber wir werden das später rausfinden, wenn die nächsten Boxen rauskommen. Alle weiteren Infos findet ihr immer unten in der Infobox. Ich will jetzt nicht lange quatschen, habe eh schon viel zu lange geredet, sondern wir machen das gleich auf und schauen uns das an. So sieht das Ganze aus. Als erstes haben wir hier solche Vitamine von der Bloom Beauty, also Nahrungsergänzungsmittel für die Haut und so weiter. Dann habe ich hier zwei Sachen von Herr Doktor. Das ist einmal ein Shampoo und einmal ein Conditioner. Hier 30 ml Probiergröße. So, als nächstes haben wir hier etwas Naturkosmetisches von der Marke Mastaline. Das ist eine österreichische Marke und es ist Goldbalm, nennt sich das Ganze. Oh, ja. Das sieht wunderschön aus. Schaut mal das an. Da ist so ein goldener Löffel dabei. Und ein Tiegel. So Creme-Tiegel. Mit dem Löffel kann man das aufs Gesicht auftragen. Das ist dann hygienischer. Und es ist Originalgröße. 12 Gramm steht hier. Keine Ahnung, wie viel Milliliter, aber es sieht schon aus wie Originalgröße. So, das stellen wir jetzt hier. Dann haben wir hier noch ein Tiegel. Das ist von der Marke Gayvol. 50 ml ist eine Fußcreme oder Fußbutter, besser gesagt. Mit Vanille und Orange. Oh, das klingt sehr gut. Ist zwar verschweißt, aber ich mache das jetzt auf. Ich möchte gerne wissen, wie das riecht. Es riecht jetzt nicht sehr nach Orange oder Vanille, aber riecht nicht so schlecht. Aber ich rieche jetzt weder Orange noch Vanille, um ehrlich zu sein. Dann haben wir hier noch so was Großes. 100 ml von der Marke Dr. Tempt. Und das ist ein Gesichtsreiniger. Und zwar mit den Säuren, die AHA-Gel-Cleanser. Das ist dann eingepackt. Ich mache es trotzdem auf. So sieht die Tube aus. Die ist verschweißt. Ich lasse sie noch zu. Auf jeden Fall so ein Gesichtsreiniger. Dann haben wir hier noch eine Creme von der Marke Neutrogena. Sieht auch aus wie Originalgröße. Sehr großer Tiegel. Und was ist das? Das ist Anti-Age Tagespflege mit Lichtschutzfaktor 20. Sehr schön. Sieht einmal Gold, einmal Silber. Dann haben wir hier als nächstes eine kleine Bodylotion von der Marke Thierry Mugler. Mugler, sagen manche. Ist verschweißt, ich mache sie jetzt auf, wir können wissen, wie das riecht. Oh ja, das riecht wie das Parfüm. Sehr frisch und gut. 30 ml, reicht wahrscheinlich nicht oft, aber ein paar Mal schon. Als nächstes habe ich hier so ein kleines Handtuch. Müssen wir das jetzt auf die Schnelle aufmachen? So. So, ganz ein kleines Handtuch. Ja, kann man immer gebrauchen, glaube ich. Aber jetzt nichts Außergewöhnliches.
Dann haben wir hier noch etwas von der Marke Yves Rocher, 100 ml. Und das sieht aus wie ein Parfüm oder so ein Körperspray. Schauen wir mal. Da steht nirgends etwas auf Deutsch. So sieht das Fläschchen aus. Es ist sehr groß, 100 ml. Geschmacksrichtung rosa. Es waren verschiedene Düfte dabei. Es riecht gar nicht so schlecht. Ja, riecht schon nach Rose, aber das ist jetzt keine unangenehme Rose, sondern frisch und gut, ja. Gefällt mir. Dann haben wir hier noch so ein Säckchen mit einer Taschenlampe dabei, die sogar funktioniert. So, in dem Säckchen befinden sich gleich vier Produkte. Einmal haben wir hier so ein Spray. Wie viel Milliliter? 40 Milliliter. Das ist so ein Micellenwasser. Okay, das ist ein Make-up-Remover. So ein Micellenwasser. Ah, die Marke heißt übrigens Dioxane, falls das jemand interessiert. Als nächstes haben wir hier eine Creme, so eine Antifaltencreme mit 15 ml. Auch von Dioxane, sind alle vier Sachen. Dann haben wir hier noch eine Nachtcreme mit 15 ml. Und als letztes Produkt in diesem Säckchen haben wir etwas mit Lichtschutzfaktor 30, auch 15 ml. Es schaut nach irgend so einem getönten, nach einer getönten Pflege. Wenn etwas heute rauskommt, dann kann ich es euch zeigen. Ansonsten wird das nichts. Ja, es ist getönte Creme, sehr hell, aber jetzt habe ich viel zu viel auf der Hand, aber ich glaube nicht, dass die jetzt wirklich irgendwie durch die Farbe Ton korrigiert. Obwohl, kann sein. Ich probiere es dann im Gesicht aus und kann mehr darüber sagen, als jetzt auf der Hand. Es riecht nicht so schlecht. Ich habe hier noch ein Lippenpflegestift von EOS in einem Stick, 100% natural. Dann haben wir hier noch eine Tuchmaske, eine ganz normale Tuchmaske von The Beauty Mask Company, nennt sich das Ganze, mit Hyaluron. So sieht das aus. Und zu guter Letzt habe ich hier noch drei Produkte dekorativer Kosmetik. Einmal eine Wimperntusche von der Marke Hypoallergenic. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. So sieht die Mascara aus. Schönes Fläschchen. Schauen wir uns die Bürste an. Ja, die Bürste sieht auch vielversprechend aus. So, dann haben wir hier noch etwas von Art Deco, einen schwarzen Eyeliner. Dann schauen wir uns auch genauer an. Ja, das ist ein ganz normaler schwarzer Eyeliner. Ich mache den jetzt nicht auf. Und zu guter Letzt ist hier noch ein Lippenstift von Art Deco in der Farbe 70. Die Farbe hat anscheinend keinen Namen, nur eine Nummer. So sieht die Tube aus. Und so wunderschön nude sieht die Farbe aus. Ah ja, das ist eine hübsche rosa nudige Farbe. Gefällt mir gut. So, wo ist jetzt der Deckel? Da haben wir den. Ja, das waren jetzt die ganzen Produkte aus der Beauty AT Box. Ich liebe diese Box. Die gefällt mir sehr gut. Also ich werde dafür nicht bezahlt, dass ich das hier alles sage. Aber ich liebe die Box wirklich. Und sie ist sehr vielfältig und hat viele coole Produkte, finde ich. Ich hoffe, die haben euch auch gefallen. Und schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr darüber denkt. Und für heute sage ich Ciao und Baba!